Skin. Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction von mir. Heute zu Kid Patron, wenn ich will. Mit dem guten Mann habe ich jetzt schon seit fast einem halben Jahr Kontakt. Das ist unter anderem auch der Produzent von Johnny Prinzip, mit dem ich jetzt zwei Features hatte. Der macht seit einer guten Weile mittlerweile Beats und zwar richtig, richtig gut. Der Mann hat mich ganz schön geschoolt in einigen Punkten. Der hat mir sehr viel coolen Stuff beigebracht. Also was heißt beigebracht, aber intensiviert über Beatmaking, über die ich sonst gar nicht so viele Gedanken verschwendet hätte. Der ist genau wie ich ein absoluter Kopfmensch und macht das, was er macht, mit absoluter Hingabe. Und genau darauf könnt ihr euch einstellen, wenn ich jetzt diesen Track gleich abspiele. Der hat jetzt schon 212 Aufrufe und hat auch schon ein Like von mir bekommen, denn ich gehe nicht ganz blind in diese Reaction. Tatsächlich hat er mir den schon mal zugeschickt und er hat mich dazu genötigt, dass ich ihm dazu ein kleines Feedback gebe, so eine kleine Mixing-Referenz. Also habe ich mich natürlich dazu erbarmt und habe den Kleinen noch so ein paar Tipps auf den Weg gegeben, damit es irgendwann mal auch mit der Karriere klappt, ne? Junge, wenn ich den bald besuche, da gibt mir links und rechts einmal eine Schelle. Bevor wir reinstarten, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Der Song Oh Yeah von meinem leiblichen Bruder Marshall und mir ist jetzt online seit letzter Woche Freitag. Musikvideo folgt, die Drehs sind diesen Freitag. Und jetzt könnt ihr das Ding nochmal tot streamen, bevor ihr es dann tot gucken könnt auf YouTube. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den ersten Link in der Beschreibung anklickt. Da kommt ihr nämlich direkt zu Spotify, wo ihr den Song findet. So ein geiles Cover geworden. Guckt euch das mal an, Alter. Ich hab mir voll Mühe gegeben. So, und jetzt starten wir rein. Genau 3 Minuten. Let's go. Genau, richtiges Musikvideo gibt es nicht, aber dafür hat er sich natürlich darum gekümmert, dass wir coole Visuals haben. In 4K auch gerendert das Ganze. Der ist halt so ein Qualitätsmensch, ne? Das fühle ich absolut nach. Let's go. Aha. Ich find's cool, wie dieses Sample hier im Stereobild wandert. Also du merkst wirklich, dass der... Ich weiß gar nicht genau, was das für Instrumente sind. Ob das einfach nur das Hohe, einfach nur ein Synthi ist oder auch ein Brass. Es ist schwierig, das Tiefe klingt ein bisschen wie eine Orgel, aber auch irgendwie ein bisschen wie ein Brass-Sound mit ganz viel Verzerrung. Auf jeden Fall, du hörst, wie die von rechts nach links wandern im Stereobild. Das ist ziemlich cool. Ah. Piano gefällt mir auch richtig gut. Es gibt dem Ganzen nochmal so eine leicht tiefere Ebene. Self-made, anerkannt, Fokus auf die Ziele. ASAP, Start-up, spucke Endorphine. Machen wir nochmal ein bisschen lauter hier. Ich finde, er hat einen sehr coolen Stimmeinsatz. Ich mag seine Rap-Stimme wirklich gerne. Der, wie gesagt, macht das auch schon eine Weile und ich fand den Einstieg geil, auch dass da nochmal die Snare mit viel Hall gekommen ist, bevor es dann in den Drop reingegangen, ich nenne es jetzt mal Drop, beziehungsweise in die Parts reingegangen ist. Das ist cool, das hört man relativ oft und das ist natürlich auch bewährt. Self-made, anerkannt, Fokus auf die Ziele, ASAP, Start-up, spucke Endorphine. Fokus auf die Ziele, spucke Endorphine. Digitales Zeitalter, Krypto und Coins. Feinde Ecken liegen zwischen Spritzen und Joints. Ruf aus der Ferne, hab die Weitsicht. Ruf aus der Ferne und dann dieser Adler im Hintergrund. Ist ja auch cool eingebaut. Wir haben uns auch schon öfter mal über eingebaute Sounds unterhalten. Habe ich euch ja auch schon mal in der Johnny-Reaction erzählt. Und ich find's cool. Ich weiß nicht, ob er das schon länger in seinen Produktionen macht, aber ich find's geil, wie er es jetzt gerade macht. Das kommt richtig cool. Alter, Krypto und Coins. Feinde Ecken liegen zwischen Spritzen und Joints. Ruf aus der Ferne, hab die Weitsicht. Meine Skills legendär, deine peinlich. Cooler Flow-Switch an der Stelle. Erstmal hier der Reim am Ende war auch cool. Krypto und Coins, Spritzen und Joints. Dann also dieses hab die Weitsicht, Pause. Peinlich, Pause, auch cool. Vor allem so eine schöne Gegenüberstellung von ihm und seinen Kontrahenten oder Personen, die er hier negativ anspricht. Aus der Ferne hab die Weitsicht. Meine Skills legendär, deine peinlich. Phönix aus der Asche, Heisenberg, ich backe. Allerfeinste Ware, meine Beats sind eine Waffe. Nie wieder. Ach cool, so das mit Heisenberg zu vergleichen. Hatte ich auch letztens mit Freunden so ein Gespräch. Ich gucke auch gerade wieder Breaking Bad, deswegen fühle ich die Zeile auch ein bisschen mehr. Hungerlohn, nie wieder Dreck fressen. Wenn ich will, gibt es jeden Tag ein Festessen. Never back down, frische Power aus dem Jenseits. Blut eines Nephilim, des Patron durch die Wehen heizt. Ihr gebt auf, ich geb Gas, rap mein Job, kick den Part. Ist auch geil. Vor allem noch schön gereibt. Ihr gebt auf, ich geb Gas, rap mein Hör. Was war das? Gib auf, ich geb Gas, rap mein Job, kick den Paar, steig auf, lauf los, Hater wittern die Gefahr.
steig auf, lauf, los. Auch cool, wie er da nochmal diesen kleinen Binnenreim reinholt. Mit auf, lauf, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist cool, wenn es noch mit reinkommt, weil er dann noch den Reim am Ende schön abschließt, so wie es sein soll. Geisteskrank, wie ich auf die Aufgabe zustamm. Mein Bereich, meine Regeln, Ausnahmezustand. Auch geiler Reim an der Stelle. Wenn ich will, gibt es Krieg. Keine Konkurrenz, weil mein Licht nicht versiegt und mich jeder bald kennt. Wenn ich will, wird es Nacht und alles keiner schafft. Diese Flamme zu löschen, bleib ich weiter verhasst. Wenn ich will, gibt es Krieg. Keine Konkurrenz, weil mein Licht nicht versiegt und mich jeder bald kennt. Wenn ich will, wird es Nacht und alles keiner schafft. Diese Flamme zu löschen, bleib ich weiter verhasst. Ich finde es geil, wie auch hier. Also wie in der Hook hier nochmal so hohe Strings dazukommen, das Ganze nochmal so ein bisschen epischer machen vom Feeling. Ich finde, die haben hohe Strings haben auch immer so das leicht Tragisches, wenn sie so eingesetzt werden wie hier, weil die viel Bewegung drin haben. So leicht dramatisch. Aber ich finde das geil. Und auch wenn er das Feuer erwähnt, was er in sich drin hat, dieses Feuergeräusch, was dann auch im Hintergrund kommt, das ist sehr cool ausgewählt und fügt sich auch richtig gut ein, weil es mehr im Hintergrund ist. Das Ganze hat Power, finde ich. Das kann man richtig gut pumpen. Es klingt schön kompakt, aber gleichzeitig geht es auch nach vorne und traut sich ein bisschen was. Ist cool. Ghost Notes, Upside, jeder wird sich umschauen. Immer wenn sie gehen, bin ich unberührt wie Jungfrauen. Konzentrierte Chakra, scheiß drauf, was du denkst. Mache 100 Tracks, aber zahle keinen Cent. Das ist geil. Mache 100 Tracks, aber zahle keinen Cent. Weil er halt die Extrameilen gegangen ist und sich alles selber beigebracht hat, so wie ich zum Beispiel auch. Und das ist ein enormer Struggle und von dem Struggle redet er ja auch. Aber die Benefits, die du davon hast, sind nun mal, dass du deine Scheiße selbst machst und keinen Cent abdrücken musst. Ich weiß noch, als ich mit dem Ruben und dem Marc zum Johnny gefahren bin, wo wir dann das Video gedreht haben zu Wer und Johnny uns erzählt hat, was seine EP gekostet hat. Da waren wir auch schockiert. Also gerade Ruben und ich, weil wir beide keinen Cent für Musik bezahlen, weil wir alles selber machen. Da ist es immer krass, zu sehen, was andere Leute im Business ausgeben. Es ist ein wahnsinniges Privileg, da zu sein, wo der gute Kid-Patron jetzt steht. Redet, was ihr wollt und lebt weiter eurem Pseudo-Hype, weil euch hinterher kein Euro bleibt. Gebe 110% und kein Vitamin B. Meine Wege, die Ergebnisse von Blut, Schweiß und Tränen. Von wegen Patron endet, Bro, dieser Schwätzer. Patron hat ein Haus und macht Umsatz wie Tesla. Die letzten 6 Jahre ackern wie ein Kranker. Patron, Phönix, Worte rollen wie Panzer. Das hatte ich mir auch schon privat gesagt. Ich finde, da ist ein bisschen zu viel Name-Dropping drin. Aber gut, es soll ja halt auch im Kopf bleiben. Prinzipiell verurteile ich das auch nicht. Das habe ich auf meinem Track das letzte Wort genauso gemacht. Wobei, nee, eigentlich nicht. Ich habe es noch 1000 Mal schlimmer gemacht. Ich finde es auch geil, wie er kritisiert, dass Leute, die jetzt gerade Geld haben, irgendwann mal keinen Cent haben, was vielleicht ein bisschen klischeehaft klingt, aber wenn man sich die aktuelle Label-Situation anguckt, sogar richtig Sinn macht. Denn aktuell ist es oft so, dass Labels Künstlern einen gewaltigen Vorschuss geben und im Nachhinein haben die Künstler aber davon nichts oder sind sogar verschuldet, denn dieser Vorschuss geht natürlich meistens für die Musikvideos drauf, die Studio-Sessions, die Beats, die Mische, das muss alles bezahlt werden. Und im Endeffekt sind die sogar im Minus und wenn ihre Musik sich dann noch nicht verkauft, was bei dem heutigen Andrang an Künstlern sehr wahrscheinlich ist, haben die nichts mehr. Aber die fühlen sich in dem Moment, wo die diesen Label-Vorschuss haben, wie die geilsten Leute, eben deswegen, weil die das alles so nachgeworfen bekommen. Und Kid Patron, der ja schon gesagt hat, dass er die Weitsicht hat, erkennt hier, dass das irgendwann mal vor die Hunde geht und er prediktet das hier. Es hat so einen leichten Savage-Vibe. Patron, Phönix, Worte rollen wie Panzer. Nenn mich Spielberg, ich zieh es bis zum Ende raus. Jede zweite Line sorgt bei euch für Gänsehaut. Ich hab das Leben durchgespielt und das Ende auch. Wer will mir weiß machen, er ist so wie Patron drauf, Krieg. Auch geil, wie hier nochmal, wer er ist so wie Patron drauf, hier im Hintergrund ist nochmal reingeschautet wird. Von ihm so als kleiner Layer, das ist auch cool, denn zum Ende. Ich finde, bei ihm ist immer alles relativ sauber und seine Spur, er nimmt ja auch, glaube ich, immer nur eine Vocal auf für die Parts plus die Doubles manchmal und auch, glaube ich, gar nicht so viele Adlibs, wenn überhaupt. Und wenn da mal sowas kommt, wie so Shouts, wie er dann auch reinruft im Hintergrund, dann kommt es schon stark raus und sorgt halt für kleine Highlights. Bro, dieser Schwätzer, Patron hat ein Haus und macht Umsatz wie Tesla. Die letzten 6 Jahre ackern wie ein Kranker. Patron, Phönix, Worte rollen wie Panzer. Nämlich Spielberg, ich zieh es bis zum Ende raus. Den verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht kannst du den ja mal in den Kommentaren ein bisschen erläutern. Jede zweite Line sorgt bei euch für Gänsehaut. Ich hab das Leben durchgespielt und das Ende auch. Wer will mir weiß machen, er ist so wie Patron drauf. Krieg keine Konkurrenz, weil mein Licht. Auch geil, wie das gerade kurz ausgesetzt hat. Das war auch geil. Ich versiegt. Ich hätte es sogar geiler gefunden, wenn da noch so ein Tape-Stop-Effekt gekommen wäre. Also wenn der Beat nicht einfach nur ausgesetzt hätte, sondern es so ein gewesen wäre. Kann aber verstehen, dass er das andere geiler fand. Ist mir auch gerade eben erst aufgefallen.
Krieg, keine Konkurrenz, weil mein Licht nicht versiegt und mich jeder bald kennt. Wenn ich will, wird es Nacht und bald ist keiner schafft, diese Flamme zu löschen, bleib ich weiter verhasst. Wenn ich will, gibt es Krieg, keine Konkurrenz, weil mein Licht nicht versiegt und mich jeder bald kennt. Wenn ich will, wird es Nacht und bald ist keiner schafft, diese Flamme zu löschen, bleib ich weiter verhasst. Der Sound auch noch ganz cool. Ich mach mal kurz ein bisschen leiser. Was ich vor allem feier bei ihm, ist die Autosuggestion in seinen Tracks. Ich finde, deswegen kann man das bestimmt auch gut zum Pumpen hören, weil du halt, weil er ständig visualisiert, was er einmal haben wird und es als Fakt darstellt und halt dadurch, manche Leute könnten sagen, es ist fake it till you make it, aber ich finde, es ist deutlich kraftvoller. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das sogenannte Gesetz der Anziehung, das besagt, dass wenn du dir etwas vorstellst, etwas sogar vielleicht visualisierst, was du einmal haben willst und es als Fakt darstellst, wird es sich immer näher zu dir bewegen. Ich bin zum Beispiel auch mittlerweile nicht mehr dieser Typ, der mal einen Text schreibt, sondern Rapper, weil ich das intensiviere. Und deswegen kommen auch andere Rapper auf mich zu und kollaborieren mit mir, so wie es jetzt bei Kid Patron zum Beispiel der Fall ist. Nur so als kleines Beispiel. Das ist ein verdammt mächtiges Tool, was halt auch wirklich funktioniert. Das ist ja keine Schwurblerei in dem Fall. Ist funktioniert halt wirklich. Es ist natürlich nicht magisch, so dass du dir über Nacht so ein Bild von einem Motorrad an die Wand klebst, es dreimal anbetest und am nächsten Tag steht es bei dir vor der Tür. Aber wenn du, das ist so dieses, du ackerst dafür, du begibst dich in diese Welt, gehst da vollkommen auf und wirst dafür belohnt. Genau das macht er auch hier in diesem Track und das feiere ich und respektiere ich, weil ich, wie gesagt, genauso ticke. Und das war meine Reaction zu Wenn ich will von Kid Patron. Wenn ihr noch andere Reaction-Wünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare und wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr das auch noch übrig habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Oh yeah, Lecter back in Biss, fette Action mit Disco Speed, POV, bester Rapper in diesem Spiel. Viel zu viel abgefuckte Scheiße in meinem Kopf, zieh an der Pfeife, bin verloren in dich.